Ah, guck mal, das. Schauen Sie mal da hier gerade im Funkverlauf. Azuka, der sie getötet hat, wurde gerade von der Polizei hops genommen. Das ist Karma, würde ich mal sagen. Karma. Ein Heli. Ja, das ist dieser Sven. Ich hol den jetzt runter, mir reicht der. Nein, lass den, der macht doch nichts, Mann. Der guckt bloß aus dem Bunker. Ja, aber der soll nicht die Position wissen, weil die Höhle soll eigentlich keiner wissen, wo die liegt. Ja. Dann muss ich den mit meinen Flugskills ablenken. Marco konnte doch gut fliegen, ne? Nee. Nö. Also, richtig unauffällige Farbe auf jeden Fall. Eine sehr unauffällige Farbe. wie kann ich den hier mitnehmen? Oder gar nicht so viele Leute. Achso, du hast keine Rebellenlizenz. Nee. Doch, es ist noch draußen Platz. Echt? Ja. Willst du dich da hinsetzen? Oh, du sitzt bei mir nicht in der Luft. Bam, 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 ist schnell alle weg. Warte, Sodi? Ja? Ich flieg jetzt absicht übers Meer und sag da, das hatten wir auch letztes Mal mit dem gleichen, wo wir das gemacht haben. Du sitzt bei mir in der Luft. Ja, ist okay. Da haben wir gesagt, dass das das tropische Meer von Altis ist und dass dort schöne silberfische Kröten leben, die leider von anderen Jägern illegal gefarmt werden oder so. Okay, schließ mal mit dem Hubschrauber ab. Weil warte, ich krieg noch alle Schüssel. Ich habe nämlich das Problem, ich falle irgendwie dummerweise immer aus fliegenden Hubschraubern. Ich habe da ein bisschen Angst, wenn das Ding offen ist. Ja, mir hat die Polizei geschrieben, wir brauchen ein Lebenszeichen des Geisels und den Standort. Könnt ihr mal ich wollte mal fragen, warum ihr eigentlich den Gipfel bedeutet. Bitte nochmal. Warte kurz. Warum, ich wollte fragen, warum ihr eigentlich gegen die Polizei seid. Ja, es hat verschiedene Gründe. Es hat bei manchen von uns hat es persönliche Gründe, bei anderen hat es historische Gründe. Es gibt also eine ganze Vielfalt und Palette von Gründungen. Eine Nachricht schreiben, okay, und wie Geld wollt ihr von derzeit, haben? Können wir Ihnen derzeit nicht sagen, weil wir derzeit keinen Standort haben und ja. Wie viel Geld wollt ihr von der Polizei haben? Ich bin schon mal eine Million wert, das ist schon. Ja, das ist auch gut so, weil ich bin auch eine Million wert, weiß. Also du kriegst jetzt gleich mal dein Smartphone wieder. Dann wird die Kopf anschreiben. Und sagen, dass du eine Geisel bist von uns. Und Wo haben wir jetzt ein Fliegen? In unserer Gewalt sind, dass es ihnen noch gut geht. Wem soll ich das schreiben? Schreiben Sie an den Herrn Theo Trax. Theotex. Theotex. Terrortex. Geil, die besten Banditen. Ja, der Typ mit Patex im Namen da. Der Kommissar, der weiß Bescheid. Sie können auch ruhig erwähnen, dass es gut mit ihnen meinen, dass wir sie gut verpflegt haben. Wir haben sie sogar angeschnallt im Hubschrauber. Macht ja auch nicht jeder Geiselnehmer heutzutage. Jetzt müsste er rausfallen. Ja, nur leider habe ich kein Smartphone gerade. Ja, warten Sie. Werde ich gleich wieder bekommen. Dann lande mal hier irgendwo anders, weil wenn du jetzt bei ihm, dann schickst du die Koordinaten mit, ne? Ui! Herr Kevin Berger? Ja. Ich soll eine schöne Grüße von einem Herrn Sven ausrichten. Können Sie meine schönen Grüße sagen? Meine Drohne gilt immer noch. Können Sie ihn gerne sagen. Dass du die 5 Millionen immer noch in den Arsch stecken kannst. Kannst du ihm sagen? Jetzt mal eine blöde Frage, Marcia. Wie du merkst, wir sind hochgradig professionell. Du redest, glaube ich, gerade wieder im Vehicle-Chat. Nee, ich hab grad normal gesprochen. Okay, war ziemlich leise. Einmal mit Profis.
Übrigens, ich brauche immer noch Leben, ne? Irgendwie. Ja, Dito, 67 Leben, das läuft. Ja, wir fliegen gleich nochmal wohin. Lass mich einfach stehen, ja. Hast du ihm jetzt ein Telefon gegeben oder was zum Schreiben? Ja, geht ja schlecht, ich hab kein Ding. Herr Marci, schauen Sie mal, ich pack hier mal ein Telefon hier auf den Boden. Ja, ich. Hier. Können Sie dieses aufnehmen? Schauen Sie mal. Ja, wie soll ich das aufnehmen, wenn ich... Ja, mit der Nase. Muss einem einmal tief Luft holen. Ja, und dann. Sehr witzig. Können Sie dies jetzt aufnehmen? Müssen Sie eigentlich. Hier unten, vor mir. Jetzt machen Sie mich einfach frei, ich werde schon nicht wegrennen. Das ist das Problem daher. Komm, wir fliegen woanders, Ja, nimm nur das Smartphone mit. Ja, wir müssen nach Zaros ist ja gleich hier. Gibt's noch einen Karten? Nein. Ja gut, das war dann erstmal ein Satz mit X, aber wir lernen noch. Wir sind gleich soweit und dann passt das. Wie Sie merken, sind wir gerade sehr... Ah, jetzt ist noch am Lernen. Ja, okay. wir sind hochprofessionelle sind wir. Hochprofessionell im Scheiße bauen. Wissen Sie, wir haben alles gemacht. So, Herr Martin, ich wollte mal sagen, wir haben an alles gedacht. Sogar an den Ort, der Planung, die Taktik, nur um die Geiseln frei zu machen. Das haben wir natürlich vergessen. Na, das Wichtigste halt. Wir waren quasi die Vorlage für die Dort. Ja. Okay. So, brauchen wir mal was von der Tanke? Gummibärchen, Kondome? Ja, Kondome bitte. Ja, ich schau mal, ob sie hier XS haben, aber ich glaube eher nicht. Ja, wenn nicht, bin ich sauer. Einmal zum Bankautomat. Bleibt einer beim Hubschrauber? Ich geh mal zum Bankautomaten. Du bleibst da? Wo ist der Bankautomat? Wo ist der scheiß Bankautomat? Ja, ich komme gleich wieder. Bring mir einen Hanuta mit. Aber für einen Doppelpack. So, gespannt bleiben. Du gehst zum Gemischladen, dann geh ich zum Supermarkt. Scheiße, hier ist eine Wand. Ist noch eine Wand. Dammit! Überall Wände in dieser Stadt. Grauenhaft. Down. Ich bin kurz in einem anderen Channel, warte mal kurz. Ah ne, der spielt mit Zeronas dann nicht. Ich habe ungefähr 10 Stück. Kann man jemand ein paar Medikits mitbringen, wenn er gerade da ist? Ja, habe ich gerade gekauft, 10 Stück. Okay, sehr gut. Mach hol 2 Dietriche bitte. Also 10.000. Ah, so viel habe ich glaube ich nicht bei. Ich habe für einen bei. Ich glaube einen kann ich mir noch leisten, warte mal. Hab ich jetzt gekauft. Okay. Ich hab auch noch ein Ding. Ja, ich kaufe auch noch einen. Warte, ihr nehmt euch erstmal die Medikits auf, okay? Nehme ich dir den mal gleich, dann hast du schon mal beide. So. Oh, jetzt liegen hier 5 Medikits auf dem Boden, die müsst ihr aufeinander austeilen. Wo liegen die? Ich glaube beim Heli. Okay. Frag ihn mal ein bisschen. Ich glaube, er würde Kevin? Ja. Weißt du, was man mit einem Hacker-Tablet machen kann? Ja, mit dem Hacker-Tablet könnt ihr Fahrzeuge knacken. Zum Beispiel Polizeifahrzeuge, die Erneuerungen dazu, Alarmanlage und Co. reinfügen kannst und dann braucht ihr das Hacker-Tablet dafür. Sie erstmal da verbinden. Ja. Ah, okay. Danke. Ah, 75. So, Kinders, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Sind alle da? Oder fehlt noch einer? Einer fehlt noch, Jan, ne? Ja.
Ich verteile mal einfach mal ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken. Kommen Sie nach Zaun. Saburo, trinken. Oh mein Gott, Moment, wo sind die? Im Heli ist noch eine Waffe drin, ne, wenn ich es richtig sehe. Eine Zafe. Zafe liegt da drin, nice. Oh Marco, jetzt habe ich... Oh, Blutbett ist rausgerannt, glaube ich. Ich habe jetzt irgendjemand habe ich zu viel gegeben. Ich habe zwei Wasserflaschen, dreimal Fleisch. Ja, dann gib mal... Blue, du hast einmal Speck von mir bekommen, ne? Ja. Dann gib mal bitte einen Speck und ein Wasser an Blutbett. Ich wusste gar nicht, dass da eine Zafe drin hat. Wie? Hat er bekommen. Und so, ein zweites Stückchen Fleisch hat er auch. Ich? Also kann ich... Vielen Dank. Ich muss gehen. Tut mir leid. Tschüss. Bitte ist offen. Oh, wie? Bitte. Jetzt mach den mal wieder frei. Können Sie voll vergessen. Soll ich frei machen? Ja, gut. Wie mach ich das? Ah ne, warte, ich hab nach Zaro. Wir stellen ihn jetzt auf den Sportplatz. Und ich gehe als Sniper irgendwo. Ach scheiße, mein MK18 ist weggepackt. Das kriegt mich gerade verloren. Wir bringen sie nur mal kurz in einen anderen Ort. Ach, mach wieder viel, oder was? Hä? Hallo sagen. Ja, da dürfen sie einmal Hallo sagen. Machen wir das jetzt hier? Alter Kevin, mach mal Ansage hier. Nein, wir gehen am Sportplatz, da kommen die Cops. Ich habe geschrieben, wenn sie in 3 Minuten, also in 2 Minuten nicht da sind, dann werden wir einen anderen Ort suchen. Weil sonst können die Sniper positionieren. Ich habe eine Zafir, also mit mir sollen die jetzt nicht spüren. Ja. Alter, dann sag mir doch mal Bescheid. Dass ja, ey, echt mal, du rennst einfach los? Ach ja, übrigens, wir machen jetzt die Geiselnahme. 3 Meter von dem, wo wir gerade Essen gekauft haben. Ja, dann fliege ich mit den Heli erstmal weg hier. Schließ ab, lass stehen. Bau ein Fluchtfahrzeug. Ja, aber einer muss doch hier drin bleiben. Oder zumindest in der Nähe, dass er den Motor startet. Ja, das ist richtig. Na, dann bleibe ich hier in der Nähe. Okay. Wo ist denn der verkackte Sportplatz? Der ist doch gleich neben uns. Ah, jetzt bin ich da. Da sind wir heute den ganzen Tag dran vorbeigefahren, zweimal. Darf ich LTAB schreien? Ich stehe auf der Pfanne, damit ich darauf schlagen kann. Bring mal den Heli. Bring mal den Heli hier. Auf dem Sportplatz. Auf dem Sportplatz? Ja. Oder soll ich fliegen? Oh, ich bin jetzt in der scheiß Tür gebackt, ey. 68 HP, was auch immer. Braucht ihr euch zu fliegen oder nicht? Blue kann auch fliegen. Dann kommt zum Flugfeld. Kevin, wo bist du jetzt? Ich hab abgeschlossen, so aus Sicherheitsgründen. Kannst du dich mal ins linke Tor stellen irgendwie, damit ich dich sehe? Linke Tor. Also quasi jetzt bei uns? Da, wo jetzt einer von uns gerade mit dem Gilly hinrennt. Ja, das bin ich. Und wo ist unsere Geisel? Stell die mal ins Tor. Ey. Wir warten, bis die Cops kommen. Sie haben noch 2 Minuten Zeit, hier aufzukreuzen. Wenn nicht, sind wir weg. Ah, ne, warte, ich sehe die Geisel. Aber stell sie mal trotzdem mehr ins Tor. Dann habe ich besseres Blickfeld. Ja, das kommt auch aus den Cops drauf an. Achtung, Safe Zone, die darf nicht geschossen werden. Jo, perfekt. Stopp, stopp, nein, nein, nee, warte, außerhalb der Sales muss ich noch jetzt. Dich auch, komm, so. Ja, so sehe ich ihn. So ist gut. Da kommt ein Auto. Das sind die Cops. Oh, das ist ein LKW. Das ist ein LKW. Da kommt dann noch mehr. Ne, das sind Autos. Wo sind die Autos? Die sind gerade am Sportplatz vorbeigefahren. Mach mal Heli aus. So, wir warten jetzt hier, bis die Cops kommen. Hey, Sodi. Bei Auflink sterbe ich, ne? Nee. Nicht? Schade. Verteilt euch mal, dass ihr den Sportplatz einsehen könnt. Und nicht alle auf einem Haufen. Ich bin im Süden. Ich bin im Süden vom Sportplatz. Polizeiheli. Polizeiheli ist das.
Hab ich gerade auf der Karte gesehen. Es ist Alex Mason. Der dreht gerade über mir. Jo, ist Polizei. Der landet. Genau da, wo ich hinlaufen wollte, Alter. Nicht nur so. Die haben einen abgesetzt. Er kommt. Jo, Marco, geh mal ein bisschen weiter rechts, nicht zu mir, nicht so dicht zu mir. Was? Die haben einen abgesetzt, dann töte den. Nee, warum? Du hast doch gesagt, die sollen kommen. Ach ja, stimmt. Der ist jetzt bei der Geisel, der ist bei der Geisel. Der ist da. Kevin, geh mal, verhandel. Dann yo, Leute! Hat da wieder Rekruten hingeschickt. Die Geisel ungefähr? Bei Kevin. Oh Scheiße, ich bin im Haus. Kacke. Im Haus? Hinter dem Haus habe ich keine Lichter drauf. Gerade. Ja, wir sind doch gut aufgeteilt. Jo. Marco! Hallo, ich weiß, wo du stehst. Soll ich mal da kurz hinschießen? Alle einsteigen, wir fliegen los, das ist eine Falle. Hört ihr mich? Ja. Jo. Komm wieder zurückgerannt. Brauche aber einen Moment, ich bin am weitesten weg von allen. Dein Motor schon an? Gleich. Jo, jetzt ist es an. Achso, die kann jetzt auch, ich kann nicht mehr sprinten, das dauert bei mir noch ein bisschen. Red cool. Verleiht Flügel. Hab ich nicht. Schlecht. Alles ist okay. Falsch. Egal. Falsch. Jetzt. Marco noch einsammeln. Marco fehlt noch. Bin schon drinne. Okay. Alle drin? Ich war vor dir da. Wir haben alle nur auf Sodi gewartet. Okay. Na, das ist ja okay. Ich will noch ganz kurz was zu trinken holen. Was ist unser Plan? Hallo? Hallo? Ja? Was ist unser Plan? Hey, oder sagen wir, warte, wir machen das nicht in der Höhle, oder? Er hat gefragt, was ist unser Plan? Wir fliegen nicht zur Höhle, würde ich sagen. Schade. Ich hatte den noch mal gesehen. Okay, dann kann okay. Sie zum Heli und holen Sie die Kohle. Ob machen Sie eine falsche Bewegung oder das Sie ist sehen eine Falle. Einen, dann ist, das dann ist sind Falle. Sie tot. Das ist eine Falle. Nein, ich werde ein bisschen auf Sicherheitsanschlag bleiben, weil wir trauen Ihnen nicht. Was? Verdammt, wir können nachts nicht reden. Scheiße. Ja, die warten bis Nacht ist. Der soll, die Sonne geht unter, soll jetzt das Geld geben, ansonsten wird er abgeknallt. Der also ich sag Ihnen jetzt mal ehrlich, haben Sie haben noch eine Minute Zeit, mir das Geld rauszurücken. Wir werden hier langsam echt paranoid. Vielleicht dann bin ich hier richtig rum auf den Berg raufgegangen. Gotti!
das Geld rüber. Ja, die bereiten sich auf den Zugriff vor. Ja. Zähl 20 Sekunden runter hier. Ja, Herr Gotti. Wir haben hier einen Sniper schon gesichtet. Jetzt machen sie schnell, sonst werden sie sterben. Ich bluffe nur. Machen sie jetzt schnell. Das ist ein, das müsste ein großer Koffer, sein, der Herr. Oder so lag es eine große Tasche, wenn du so viel Geld. Also wenn sie bis Anbruch der Dunkelheit, also es dauert für sie nicht mehr lange, das Geld nicht ausgedrückt haben, dann werden sie, dann sind wir gezwungen auf alles zu schießen, was blau anhat. Kevin, mach hin, wir haben keine Nachtsichtgeräte. Wir haben alle keine Nachtsichtgeräte. Richtig. Wenn es dunkel wird, ist vorbei. Haben wir verkackt. Das ist deren Plan. Also per Punkt wurde mir mitgeteilt, sie haben jetzt genau noch eine Minute Zeit. Hast du eben schon mal gesagt. 30 Nein. Sekunden. Du gibst ihm viel zu viel Zeit, Junge. Du stehst so auffällig. Ach, echt? Aber sie, wir haben ihnen die Forderung gestellt. Wir lassen hier nicht mit uns spielen. Wir haben es so deutlich gesagt. Hast du ihm jetzt Ansage gemacht? Gib ihm 10 Sekunden, zähl jetzt runter. 10 Sekunden. 10. Los, mach. Zähl runter, Mann. 9. 8. 7. 6. Bei ihm wird richtig dunkel. Ich würde auch niemals. Was guckst du bei mir? Was? Er ist gut bei mir. Okay. Hinten bei mir wird geschossen. Der hat sich irgendwo hinten verkämmt. Richtung hast du ihn gekillt? Osten. Nein, ich sehe ihn halt nicht. Das ist das Problem. Okay. Er hat mich getroffen, ich weiß aber nicht von wo. Zafir. Von wo? Komm Richtung da, wo der Heli steht. Wird wieder beschossen? Alter, ist ja schlecht. Der steht hinten auf dem Berg drauf. Wo? Grazal. Ah, scheiße, ich hab keinen Blick drauf, weil es hinterm Berg ist. Ah, die Geisel stirbt jetzt, gell? Nein. Ach, Kleiner, wo bist du? Alex Mason ist bei dir irgendwo. Wurde fett getroffen. Na, hat er nicht gekriegt. Wo steht der zum Teufel? Ich kann gerade die Karte nicht öffnen. Ja, bei welchem Hügel steht der? Er steht nicht auf dem Hügel, sondern Richtung Osten ist so ein Berg und ein bisschen rechts davon sind ein paar Bäume und Gestrüppe. Da versteckt er sich. Ungefähr 400-500 Meter von meiner Position Osten, aus. Oder ja. Ja, von wo? Alles gibt's nicht, Alter. Die. Ich hab. Ohne Spaß, Alter. Das sind doch richtige Juden, Alter. Wir haben zu lange gewartet. Ja. Er lebt noch? Ich lebe noch, Sodi. Okay. Wo ist Blue? Ich würde dann überlegen. Ich glaube, Blue ist noch in der Höhle. Wo wir uns verstecken. Soll rausgehen, die Kohle holen, dann jetzt helfen und dann sich da wieder rein verpissen. Oh, ich will zwar wohl die schießen. Also.
Kevin lebt noch oder was? Nein, nee, tot. Kevin ist tot. Da, wo ich einen Dot gesetzt hatte, da war die Infanterie. Sauber. Aber die wissen jetzt, wo ich bin, ne? Ja, dann kommen sie zu dir und dann kann ich sie wegrotzen. Ich habe nämlich einen Blick auf die Höhle. Und die Geisel steht auch noch schön offen auf dem Feld. Das heißt, wir haben noch mal Spieldruck. Ich versuche möglichst lange meine Position nicht zu verraten. Guck mal, wie viele das sind. Wir haben zwei, drei haben wir getötet, gell? Zwei haben wir, glaube ich. Nee, Gottfaser, Timo, der nur noch der OB. Wie, sind bloß vier oder was? Nee, Travan war da, hat ihn gekillt. Nee. Also Alex Mason. Ja. Tot. Gottfaser tot. Terror-Tex ja. Lebt noch. Was ist das für einer, für einen Rang? Der Hauptwachtmeister, der hat eine MXC. Okay. Wie viele Cops sind insgesamt jetzt noch? Ja, noch vier, einer. Noch einer. Es sind aber viel mehr Cops online. Ja, die anderen haben was anderes zu tun. Das sind halt nur die da auf Streife. Bist du dir sicher? Blue, guck mal, ob du das Geld kriegst von ihm. Von Kevin. Haben die es hingelegt, oder was? Kevin hat gesagt, er hat 1 Million dabei gehabt. Ja, und eine Zafe, die ist noch wichtiger, die kostet 3 Millionen. Liegt auf dem Stein drauf. Da, ich sehe ihn, warte, ich sehe ihn. Nicht bewegen, Blue, nicht bewegen. Links von dir zwischen in der Steinritze. Wo? Markier deine Karte. Da kommt noch mehr Polizei, oder was? Nein, das ist Sunny. Sunny Steinritze? Ja, links von dir. Warte, ich markiere. Hier, ist auf der Karte gerade. Da hinten. Gieß mal kurz einen auf den Sunny, dass er weiß, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Nee, ich kann nicht auf ihn schießen und einfach daneben. Ja, sondern daneben auf sein Heli halt. Ich kann jetzt eh nicht durchstoßen, so kann ich aufgehen. Er schickt genau an meiner Leiche. Sunny. Nice. Warte, und der Sunny soll mich erst wiederbeleben, wenn ihr meine Waffe aufgenommen habt. Jo, Blue, sprichst du mit ihm? Blue? Nein, das ist der Sunny! Ach so. Sag dem, du sollst mit ihm sprechen. Sprich mit ihm, er soll dich noch erst wiederbeleben, wenn du die Waffe aufgehoben hast. Sag Entschuldigung. Oh, ich kann disconnecte meine, geh jetzt pennen. Jo, alles klar. Leute, ihr könnt doch nicht euren eigenen Mann als Geisel nehmen, ist das euer Ernst? Das ist doch nicht unser eigener Mann, du Vogel. Und woher wusstet ihr denn zufällig, als ich in der Sichtweite von dem Geisel war, dass ich genau da bin? Weil ich dich gesehen habe? Weil wir dich gesehen haben, du Vogel. Warum schlagt ihr den Geisel nicht? Weil es unsere Geisel ist? Das ist unser einziges Druckmittel. Das ist unser einziges Druckmittel, dass ihr uns hier nicht einfach wegrotzt. Okay. Ich weiß ja nicht, was ihr unter Geiselnahme versteht, warum aber... Warum ruft ihr einen Sunny, wenn ihr wisst, haben wir nicht gerufen? Alter, was will der denn da? Ich hab die Steps von dir sogar gehört, Alter, und dann kommt so ein behinderter Helion geflogen. Ja, Jungs, wieder mal die Sunnys. Jetzt zieht man meine Zaf hier auf und dann soll er mich wieder mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich bin immer weg, Jute noch. Hau rein. Blue, hilf mal bitte auf. Die ist echt wichtig, die kostet 3 Millionen. Ja, der Zafir liegt auch bei meiner Leiche auf dem Stein oben drauf. In der Steinritze. Soll nicht weg. Der Sunny soll nicht weg. Sag, er soll anhalten. Blue, ruf den Sunny, er soll warten. Alle inkompetent, ey. Und ich weiß nicht, was er machen soll. Einfach für den Kampf, dass er 100 Meter wegstellen war.
Alles nervt. Wo? Wie komme ich hier, da raus? Lauf da ein Stück den Stein hoch. Guck auf der Karte, wo Kevin Berger ist. Da liegt seine Leiche. Geh mal rum um den Stein, genau. Geh mal rum. Ja, runter. Jetzt rechts um den Stein rum. Rechts um den großen Stein rum. Und in der Ritze gehst du jetzt hier nach oben. Guck mal hier. Ah, da. Okay. Und weiter oben, lauf weiter hoch. Hoch, den Stein hoch. Da liegt die Zafir. Siehst du das Visier? Genau. Ja, gut, warte. Pack deine Waffe in den Rucksack und nimmst die Zafir auf. Sonst klappt das nicht. Die Zafir passt nicht. Die Zafir passt nicht in den Rucksack. Deswegen sage ich ja, nimm deine in den Rucksack und heb die Zafir in die Hand dann. Und dann kann der Sani dich wiederbeleben. Dann heben wir das Geld auf, nehmen die Geisel und verpissen uns. Das Geld habe ich schon. Okay, gut. Kann ich wiederbeleben und dann kannst du die wieder aufnehmen. Moment, ganz kurz, Jan. Dann pack deine Waffe auf den Boden. Pack deine Waffe. Hatte. Hab ich schon. Aber leg die Zafir auf freien Fall. Oh, ja. Und hol deine Kaliber bitte. Oh, ich danke euch. Sagt der Sani, soll kurz noch warten, wir kommen auch gleich, wir brauchen auch noch mal Ärzte. Können Sie noch kurz warten? Meine Kollegen brauchen noch medizinische Hilfe. Jan, du gehst runter? Ja. Okay, dann komme ich auch. Ich bin voll, alles gut. Wie er gerade geflamed hat, das hat mir schon ein bisschen leid. Kuckuck! Was ist mit mir? Ich weiß ja nicht, wenn er RP ist. Tüdelü! Herr Doktor, haben Sie vielleicht ein Pflasterchen für mich? Ich kann doch einfach mit Philipp fliegen. Wen da rumlaufen sehen und dann habe ich darauf geschossen. Herr Doktorchen, ja, haben Sie eventuell ein Pflasterchen für mich? Ja, der Kollege, ich habe den schon zurückgepfiffen. Ich habe ihn vorgewarnt, dass da jemand kommt, aber er hat sich wohl erschrocken. Ja. Wollen Polizeihubschrauber noch irgendwo versenken? Ich habe noch Dietrich dabei. Nee. Vielen lieben Dank. Was sollen wir jetzt mit dem machen? Sollen wir den töten? Herr Sanitäter, warten Sie mal. Ich habe ja noch was für Sie. Mit besten Grüßen von der Polizei von Altes. Warte. Ich will Jockel. Du fertig, ich will mich mal ganz kurz cool fühlen, bleib mal stehen. Ja, danke. Und das ist auch noch von der Polizei von Altes. Tschö. Was soll das denn? Ausrauben. Oh. Wo ist jetzt der Marci? Herr Marci, Mensch! Alles gut? Ja, okay. Also, ich würde nur sagen, super Kooperation, Sie haben die Sache überlebt, wir haben die Sache überlebt. Ich würde sagen, Win-Win-Situation. Jungs, wir hatten jetzt ja, das Geld hier. Ich will nicht nur eine Waffe. Jungs? Ich will eine Waffe. Ja, klar. Warte. Hey, nicht überhaupt. Oh Gott, ey. Leute. Kevin, du hast das Geld, oder? Jo. Gib mal dem Marci für die super Kooperation 100.000 ab, würde ich sagen. Dann kann er sich eine neue Pistole kaufen. Und dann... Danke. Ich würde sagen, es ist fair. Danke. Wenn du mich frei machst, bitte. Ja, das ist wirklich fair. Alles klar. Und dann gebe ich noch ganz kurz dem Herrn Kevin Schlüssel hier und dann kann er sie aufmachen und dann bringen wir sie in die nächste Stadt. Kevin, machst du ihn frei denn, ne? Geht ihr offline? Ja, ich gehe gleich offline. Ich würde auch sagen, ja. Richtig. Mach den mal auf. Darf ich den Heli noch in der Luft schießen? Heli möchte ich auch wieder. Bitte was? Darf ich den Heli noch in der Luft schießen? Nein. Heli möchte ich auch wieder. Ja, von 100.000, da können sie sich 20 neue iPhones kaufen. Ich will mein iPhone. Oh, ich hab Handschellen. Das tut mir unglaublich leid, aber... Cool. Wir haben, was kann man denn mit Handschellen machen? Ihr Handy wohl verloren.
könnt immer auf mein Dach aufpassen. Ja, ist das ein Flugzeug geflogen? Haben wir gesehen, wie der Kollege. Gucken Sie mal in den Rucksack, da liegt alles drin. So, Marci, jetzt komm mit. Wir steigen ein jetzt, wir fliegen jetzt hier los. Und dann bringen wir euch in die nächste Stadt. Hopp, 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 hopp. Laufschritt, Laufschritt, Laufschritt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Cool, da habe ich heute wieder einen getötet. Zwei Stück, zwei Kopf heute. Ich bin jetzt bei 6 heute. Naja, sonst, wie ich sonst immer die Leute abgeknallt habe, unseren eigenen, weißt du noch? Naja. Das ist schon ein Fortschritt. Aber der Sunny erzählte gerade nicht, dass sie schon bewusst, ne? Der? Ja. Egal, ja, du hattest halt bei das Motiv gehabt und ich hab mich umgedreht. Sind zu schlau, sind zu schlank, Max. Aber ich würde mal sagen, es war ein glatter Erfolg für die Rebellen von Altes. Wir können stolz auf uns sein, Jungs. Ja, ja. Auf mich. Ja, sie waren eine wunderbare Geisel, waren sie. Sehr umgänglich. Wenn ich sie. Erstes Gesicht zu werden. Lang lebe die Anarchie auf Altes. Lang lebe die Anarchie auf Altes. Lang lebe Marty auf Altes. Rekula. Von mir aus. Wo sollen wir sie denn rauslassen? Ja, irgendwo halt. Aber nicht mitten in der Pampa, bitte. Wo könnt ihr auch, ich glaube, am besten irgendwo an der Garage oder so. Leute, alle Bankautomaten am besten. Was hast du? Anstatt 1 Million haben wir 1,7 rausgehauen. Dann haben wir den 1,6. Wo haben wir denn die 1,7 ja, okay. Her? Teilen wir das noch auf gleich, oder was? Wo haben wir denn die 1,6 her? Warum 1,6? Also eine Million habe ich da eingesammelt. Jetzt war nicht meine. Lol. Nice. Der Blue hat da noch eine Million. Digga. Das heißt, wir haben jetzt 2,5 Millionen gemacht, oder was? Nein, Blue, ich habe doch Blue sein Geld. Nein, ich meine, dann habe ich insgesamt jetzt meine allererste Million, weil ich Gratulation, bin ja noch nicht so lange in der Stadt hier. Und danke sehr, danke sehr. Um ehrlich zu sein, das ist auch hier mein erster Tag. Glückwunsch. Ja, und der Kevin, der schuldet mir das 240, ne? Was schuld ich dir? Ja, was ist der erste Tag? Digga, ja. Was ist morgen? Ja, genau. Und dann hier gleich auch ja, noch. Mein erster Tag, nicht der von meinen Kollegen. Ja, schließt mich ein, genau, ihr Pappnasen. Also ich bin ja schon seit 7 Monaten drauf. Ich muss Jocke noch einen Kuss geben. Jocke, wo bist du? Da. Ich bin ja auch schon etwas länger drauf. Aber er hat Pause halt gemacht. Oh Jan, hast du 1 Dollar bekommen? Nein, warte.